aber das ist ein Mannschaftswettbewerb. Die Einzeldisziplinenentscheidungen dann in den nächsten Jahren. Jetzt also zunächst einmal die Geräte Finals. Auch da gibt es eine Mannschaftswertung. Die Trainer entscheiden und haben entschieden, wer wird starten. Zwei pro Nation vertreten ihre Mannschaft. Die Wertungen werden zusammengezählt. Und dann gibt es eben eine Reihenfolge. Und automatisch natürlich jedes Land, das das Finale hier erreichte über Vorrunden, über Halbfinals, jedes Land hier natürlich bei den Gerätefinals dann auch.